Ja, servus und hallo zu einer neuen Ausgabe von Anglerbord TV. Ich habe ja euch ein Bild mitgebracht und dieses Bild habe ich vor wenigen Wochen auf unserer Facebook-Seite gepostet. Genau mit dieser Frage, was ist das für ein Fisch? Und das Ergebnis war relativ ernüchternd. Fast niemand konnte diese Fischart bestimmen. Ich will das gleich mal auflösen. Es handelt sich hierbei um eine Rußnase oder auf Hochdeutsch auch Zerte genannt. Und die ganze Diskussion um diesen Fisch wurde dann auch noch ins Anglerbord getragen und die Rückmeldungen da waren eigentlich sehr häufig noch nie gesehen, noch nie gefangen. Und dann haben wir uns gedacht, das ist ein Fisch, der fristet ein Schattendasein und das ist genau ein Thema für uns. Und deswegen sind wir heute mal an die Donau gefahren, die seht ihr hier hinter mir, und wollen ein paar Rußnasen fangen. Und damit das auch klappt, haben wir uns zwei Profis mit an die Seite geholt und die stellt euch der Thomas jetzt gleich mal vor. Viel Spaß! So Leute, wir sitzen jetzt hier mit Profis in Sachen Fiedern. Ihr werdet euch ein bisschen schwer tun wahrscheinlich. Wir können hier alles außer Hochdeutsch. Die zwei Jungs simultan, können speziell fiedern. Wir haben hier einmal den Helmut Wölker, wir haben hier einmal den Johannes Ermer und die sind beide vom Browning Team Bayern. Und was heißt das nun, Browning Team Bayern? Ja, Browning Team Bayern, wir sind eine Truppe verrückter Angler, sage ich jetzt mal, wo viel unserer Freizeit am Wasser verbringen. Wir sind unter anderem mit eingebunden, eben, wie der Name gesagt, Team Browning Bayern, eben von Browning Deutschland, wo wir zum Teil mit in der Produktentwicklung tätig sind. Okay. Das heißt, wir testen Prototypen, verändern die ein bisschen mit Absprache dann mit dem Produktmanagement und unserem Teamchef Albert Wiederer, der heute leider nicht dabei sein kann. Und somit sind wir immer bemüht, dass wir gute neue Produkte am Markt schmeißen können und dort aktiv mithelfen können. Und das sind nicht nur die alten Säcke wie wir beiden, auch genau. Die Jugend ist da dabei. Du bist sozusagen hier jetzt der Nachwuchs im Team, ja. Der für die Modernität und die Innovation sorgt. Ja. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, genau. Ich bin seit 2006 eben dabei. Hab dann angefangen mit den Stippern ein bisschen rumzuziehen. Und bin halt dann Schritt für Schritt eben auch über den Helmut dann zum Fiedern gekommen und habe mich halt jetzt auf die Schiene eben auch spezialisiert. Alles was mit dem Korb und der bunten Wackelspitze zu tun hat, ist so mein Metier. Dein Metier. Und es kommt immer mehr und man kann da wirklich gut und schöne Fische damit fahren. Ja, ich habe da einen guten Vergleich im Gegensatz zum Stippen. Also da rumpelt schon ab und zu ordentlich dann. Ja. Und das wollen wir ja jetzt auch so langsam mal ein bisschen in die Praxis umsetzen. Ihr seht die Donau schon hinter uns. Wir werden die zwei professionellen Schwergewichte jetzt nach hinten jagen, ans Wasser. Und dann mal gucken, ob sich das tatsächlich dann so in die Tat umsetzt, wie sie es jetzt erzählt haben. Ja. Auf geht's. Na schluss dann. Gutes Gelingen. Ja. So, bevor das Angeln losgeht hier mit der Fiederrute, da gibt es einige technische Dinge zu beachten. Zum Beispiel das Ablängen. Also wir bauen hier keinen Schafweidezaun, das werden wir nachher sehen. Sondern Helmut erklärt uns jetzt mal, was das mit dem Ablängen auf sich hat und warum er sowas macht. Genau. Ablängen ganz einfach. Wir angeln auf Distanzen halt zwischen 40 und 60 Meter. Und im Falle eines Schnurbruchs oder Abriss müssen wir unseren Futterplatz wieder relativ genau finden. Und um diesen Futterplatz genau zu finden, markieren wir uns praktisch jetzt zwischen den beiden Stecker unseren Futterplatz, die Distanz ja, 55 Meter und haben dann die Distanz im Clip eingeklippt bei der Rolle und finden dann unseren Futterplatz jederzeit wieder nach. Dreißig, 40. Ist ja cool, das ist wie beim Kochen, wir müssen euch noch
der Achter rühren im Topf und du machst hier der Achter mit dem Eintähnen. Grüß, wie das losgegangen ist. Schafzau machen. Einstecken hier, Korb nehmen und soweit die Füße tragen, 60 Meter laufen, nächsten Stecker. Und irgendwann einmal ist das aus Holland rüber geschwappt, dass das so eigentlich viel einfacher ist. Das Ganze ablenken. Gut, wir füttern jetzt hier vor. Als Futter haben wir jetzt gewählt aus dem Hause Browning 2 Anteile M7, einen Anteil Big Fish. Man sieht es hier schon schön aus dem Korb rausstehen. Es sind ordentlich Lebendköder auch vorhanden. Das heißt hier in dem Fall tote Maden und Kaster, weil man eben. Lebendköder, tote Maden. Das ist geil. Ja, Protein, die Fische wollen Protein. Eben aus dem Grund alles relativ, zwar früher mal lebendig, am Grund inaktiv, weil man eben durch die Strömung, auch durch den Wind und durch die Steine, die am Grund liegen, davon ausgehen will oder das haben will, dass die Köder halt liegen bleiben. Ja, die Maden würden sich sofort zwischen die Steine verkriechen. Das heißt, alles, was man füttert, geht letztlich dann, wenn es noch krabbelt, in die Steine rein. Gut, ansonsten ist es kein Problem. Wir schmeißen hier mal aus. Ich habe mir ein Ziel auf ca. 40 Meter eingestellt. Auf der anderen Seite habe ich einen Strommasten als Orientierung. Das heißt, es wird ausgeschmissen, die Rute hochgenommen. Man merkt, wenn der Korb in den Clip fällt, federt das Ganze ab. Dann stellt man die Rute auf und wartet, bis vorne einschlägt. Und wie viele Körbe haust du da jetzt raus, um so einen kleinen Futterplatz voranzulegen? Also ich habe jetzt hier 5 Körbe vorgefüttert und werde am Anfang, bis der Fisch kommt, einen relativ hohen Rhythmus angeln. Das heißt, so alle 3 bis 5 Minuten einen rauslegen. Ich meine, wir sitzen hier alleine da. Das heißt, es kann schon ein bisschen dauern, bis sich letztlich die ersten Fische einstellen. Und dann gibt halt auch der Fisch den Rhythmus vor. Das heißt, beißen die spärlicher, bringt es mir meistens auch nicht viel, wenn ich da mordsmäßig Köder oder Futter dann rein. So, zum Angeln braucht man natürlich auch Ruten. Zum Fiederangeln gibt es auch spezielle Ruten. Das sind sogenannte Fiederruten. Ist auch ähnlich, sage ich mal, ein bisschen wie beim Brandungsangeln. Du hast also Ruten mit einem Mordswurfgewicht für relativ kleine Fische. Ich habe das noch nie so richtig verstanden. Dafür haben wir jetzt hier die Profis dabei. Helmut hat ja hier auch unter anderem die neue Viper hier von Browning mitentwickelt. Erzähl mal was dazu. Okay, mitentwickelt, ich habe ein bisschen weitergegriffen, aber wir waren halt von Anfang an dabei, haben die Ruten getestet und geworfen und haben da ein bisschen zugetan. Wie der Thomas schon sagt, werden wir heute mit unseren Black Vipern angeln. Die Black Viper Serie allgemein ist ja bekannt, eigentlich schon mehr oder weniger. Geht los von der MK11 bis hoch zur MK15. Jetzt erzähl es mal auf Deutsch. Okay, die MK11, wie gesagt, auf Deutsch, ist unser Baby, sag ich mal, unsere kleinste Rute in der Serie. Hat eine Länge von 3,30 m und ein Wurfgewicht bis zu 60 Gramm. Ist halt was Schönes für den Nahbereich oder gerade zum Methodangeln, wo das zum Einsatz kommt. Aber jetzt für die Voraussetzungen in der Donau, also wäre es eher mal nichts. Okay. Dann kommt die nächstgrößere Schwester, das ist die MK12. Ist dann die 3,60 Meter Version mit 80 Gramm Wurfgewicht. Ist halt dann schon was zum schnellen Rotlangangeln bis 40, 50 Meter maximal, sage ich jetzt mal. Wo ist eine schnelle Route, wo auch der Name Black Viper vielleicht ein bisschen mehr mit herkommt. Die ist schnell und steht gleich wieder, also eine schnelle Aktion, keine Schwabbelaktion, sondern ein steifer, dünner Blank, wo wirklich Power im Hintergrund hat. Dann geht's los, weiter mit der MK13. Da gibt es Zwillingsschwestern, sage ich jetzt mal. Gibt es eine leichte Ausführung mit 100 Gramm Wurfgewicht und die etwas schwerere mit 140 Gramm Wurfgewicht. Ist halt, die leichtere davon ist eher was für Schulgewässer, wo ich mit Hilfe von dem Blank, wo ich aufrede, auf Distanz komme. Genau. Und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir noch die Zwillingsschwester, die große, die S, die eigentlich identisch mit der normalen MK13 ist, nur dass sie halt einen bisschen steiferen Blank hat und höhere Wurfgewichte zulässt. Dann auch für den Strom speziell, genau. Ne, dass du da runterkommst. Ähnlich ist dann mit dem Modell, das ich jetzt da in Hand habe. Das ist die MK14S. Wenn man das Bildchen sieht. Genau. Ist die große Schwester von der MK14. Die MK14 selber auch wieder
eher was für Stillwasser, wo ich halt mit relativ leichten Körben auf Distanz von, ja, sag mal, für einen halbwegs geübten Werfer, 80 Meter sind mit der Rute kein Problem. Ja. Je nach Erfahrung und Training jederzeit plus X. Also ich will da gar nichts hören von 100, 120 Meter. Du, im Gegensatz zu den Brandungsanglern ist es ja auch so, ihr messt ja die Länge vorher ab von der Schnur, das heißt, ihr wisst ja wirklich, wo dann da hinkommt, wir angeln wirklich wo, 80 Meter. Wo er zählt, dass er hinkommt. Ne? Genau. Und dann gibt es nur für extreme Flüsse, sag ich mal, für die Donau bei Hochwasser, Rhein, in meinem Schleusenbereich die MK15, die geht dann hoch bis 250 Gramm Wurfgewicht. Und da kann man dann die sogenannten Kullerdosen werfen. Und da kann man auch einen 200 Gramm Korb auf Distanz, 50, 60 Meter, überhaupt kein Problem. Super, dann werden wir das die nochmal in der Praxis schön ausprobieren. Genau. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist der dazugehörige Spitzensatz. Ach du Schande, Stricknadeln. Ja, von wegen. Für jeden Einsatzbereich haben wir pro Route immer verschiedene Spitzen zu dem ganzen Thema. Ist das dann wie beim Auto, dass die zusätzlich kaufen muss oder ist das dabei? Sind pro Route sind drei Spitzen dabei. Okay. Gibt es aber auch im Ersatzteilsortiment zu erschwinglichen Preisen im Fachhandel dann ganz normal. Das heißt, da bist du dann wirklich für jeden Einsatz, Situation gerüstet. Genau. Hier mal was für die Kleinen, für die 11er und die 12er, das ist 0,75 Unzen, also sind wirklich stressfrei belastbar. Also ohne dass ich die Angst haben muss, dass ich nur das Knacken macht. Oder halt dann für die Lasten, die 5 Unzen Spitzen, da sieht man schon, also man kann sie genau nur so biegen, aber da gehst du schon in Steuerung geht schon raus jetzt mit, schon mit wirklich Gewalt. Heute werden wir es mal mit 3 Unzen probieren hier, auf 55, 40 Meter, je nachdem wo der Fisch kommt und wie wir einen sauberen Platz finden und das Resultat werden wir dann sehen. Einwandfrei, ja, wir sehen uns am Wasser. Ja. Ja, wie eingangs schon erwähnt, befinden wir uns an der Donau. Helmut, die Donau ist hier sehr, sehr breit und hat eine relativ geringe Strömung. Woran liegt das? Ja, ganz klar, wir befinden uns hier im Staubereich der Donau. Okay. Staubereich heißt ca. 2 Kilometer flussabwärts ist eine Schleuse für den Schiffsverkehr. Und durch den Ausbau der Donau, sagen wir mal, haben wir hier eine ruhigere Strecke wie im Vergleich zum Naturfluss. Wenn wir jetzt Richtung Kelheim runtergehen in die Naturdonau, haben wir eine ganz andere Strömung. Anlegen zum Teil auf blanken Kies, haben wir aber auch nicht so viele Fische, nicht Tiere im Wasser und alles. Merkt man dann gleich, die Fischgröße wird geringer. Die Menge möchte ich jetzt nicht einmal sagen, da haben wir auch gute Bestände in der Donau, aber hier im Staubereich haben wir auch immer deutlich die größeren Fische zu erwarten. Man kann sagen, hier gibt es viele Nährtiere, die Fische werden dadurch größer und man kann hier größere Weißfische fangen. Und welche Weißfische kann man hier so erwarten? Eigentlich die komplette Palette. Also wenn man da in der Nacht vorbeikommt, mal, trifft man jederzeit Wallerangler, trifft man auch die Karpfenangler, wo dann wirklich mal einen längeren Ansitz planen. Dann halt uns Raubfischangler, wo die Fiederangel hauptsächlich einsetzen, mit dem Zielfisch Aaland, Zielfisch Brasse, die Zerte, wie wir schon gesagt haben. Und auch dicke Rotaugen. Wir haben zum Teil Fänge von Rotaugen bis 1,5 Kilo möglich hier. Also sucht schon in Deutschland seinesgleichen, denke ich mal, wo man solche Fische fangen kann überhaupt. Und beim gezielten Zertenangeln, das ist relativ schwierig umzusetzen, oder? Weil es halt viele Weißfische gibt. Oder gibt es ein paar Tricks? Ja, Tricks sicherlich. Also im Gegensatz zum reinen Brassenangeln, sag ich jetzt mal, liebt die Zerte eigentlich einen leicht bewegten Köder. Okay. Das heißt, wenn ich hier bei dem Wasser heute, wenn ich mit 60 Gramm Körb angeln auf 55 Meter, bleibt der Korb liegen, bis ich ihn rausziehe. Also wird durch den Strömungsdruck und so nicht bewegt. Ich möchte aber jetzt, wie gesagt, unseren Zielfisch eigentlich Zerte nachgehen. Ich würde dann auch im Laufe probieren, dass wir mal mit dem Körbgewicht runtergehen, dass wir den Köder ein bisschen bewegen können und dann haben wir auch wahrscheinlich bessere Aussichten, dass wir auch mal mehr Zerten fangen, wie wir jetzt schon fangen. Okay. Du sagst also, auf Praxen ist es gut, wenn der Futterkorb ruhig an der Stelle bleibt. Und das ist auch das, was hier die abgebrühten Magen zum Einsatz bringt, sonst dass die nicht wegkommen. Genau, dass das wirklich der Futterplatz tot ist und auch die Brasse liebt es, wenn es allein am Futterplatz ist. Also okay. Viel Verkehr am Futterplatz schreckt eher die große Brasse hier ab. Und deswegen schauen wir, dass wir da wirklich auch das Futter ziemlich passiv reinbringen, also keine aufsteigenden Artikel. Das Futter tot, am besten einen Tag zuvor schon machen, dass wirklich nichts mehr hochkommt, wo kleine Fische anziehen. Also das ist für Praxen gut, das aber für die Zerten kann man ein bisschen mobiler angeln, ein bisschen leichter. Genau. Und die reagieren da besser drauf, wenn der Korb ab und zu mal ein bisschen hüpft. Genau. Okay, danke. Bitte schön. Jetzt siehst du schnell, wie die rote Schnur kommt, du hast genau noch 10 Meter.
Fische. Der hat noch nie, im Leber hat er das Maß nicht. Nö, ich muss gleich noch wieder zurück. 66 cm. Nicht schlecht, Herr Specht. So, man braucht ja nicht nur eine Angelrute zum Angeln. Wir haben ja hier auch Rolle und zwar vor allem auch noch viel interessanter Schnur. So wie du erzählt hast, die gibt es so eigentlich offiziell noch nicht so richtig. Erzähl mal, warum man jetzt unbedingt so eine billig aussehende weiße Plastikschnur verwenden soll. Also es ist halt folgendermaßen, der Einsatz der monofilen Schnur wird jetzt in Zeiten von Method Feeder Angeln immer wichtiger. Deswegen haben wir jetzt mit der Firma Browning eben auch speziell diese Schnur hier entwickelt. Großer Vorteil zu den normalen Monofilen ist halt, sie hat eine extrem hohe Abriebfestigkeit, was uns jetzt im Bereich Methodfiedern oder jetzt auch später in der Donau, werden wir das sehen mit den Steinschüttungen, sehr zugute kommt. Des Weiteren ist die Schnur sehr, sehr dehnungsarm, hat aber dennoch einen guten Puffer, um halt auch größere Fische dementsprechend abfangen zu können. Die normalen Monofilen, die es bis jetzt gab, die waren eher, sagen wir mal, auf größere Distanzen wie so ein Gummiseil. Ja, das heißt, man musste schon richtig hinhauen, damit der Anschlag durchgeht. Das ist jetzt bei der hier nicht mehr so. Da hat man einen relativ guten Mittelweg gefunden zwischen eben Dehnung und Belastbarkeit. Ja. Der große Vorteil auch bei der Schnur ist jetzt, das ist eine 30er, ist, dass bei normalen Durchmessern 30, 35, 40 die Schnur einen relativ großen Auftrieb hat. Ja. Wir haben es geschafft, diese Schnur sinkend zu gestalten, was uns dann auf größeren Distanzen eben oder auch bei Methodfeedern einen relativ direkten Draht zum Fisch gibt. Das heißt, wir schmeißen die Schnur ein, hauen einmal auf die Oberfläche und die Schnur ist weg, auch bei diesen großen Durchmessern. Also so wie sich das anhört, werde ich der Freik mal anschreiben, das möchte ich auch mal zum Spinnfischer ausprobieren. Also ich denke, muss ja nicht ganz falsch sein. Also gerade auch zum Zanderangeln, wo man direkten Kontakt zum Gummifisch haben muss, ist das mit Sicherheit auch die Schnur der Zukunft. Alles klar. Gut. Johannes, magst du noch was zu der Rolle sagen? Ja, ich habe hier die Feederrolle Blackmagic Feeder 650 BF. Das ist die Baitrunner Version. Baitrunner aus dem Grund, weil man eben durch das Umlegen des Bügels hier hinten relativ, sagen wir mal, kontrolliert Schnur vom Kopf ablassen kann. Das heißt beim Keschern, ich lege die Rute ab, schalte den Baitrunner ein und kann dann im gespannten Zustand eben dementsprechend die Schnur gut von der Rolle abbewegen. Das heißt, es fällt mir keine Schnur hinten unter den Spulenkopf, alles kontrolliert. Für den Drill brauche ich die jetzt weniger, das ist rein fürs Handling, dann fürs Korbstopfen oder dann beim Keschern nach der Landung des Fisches ist der Baitrunner manchmal nicht schlecht. In der Ausführung, das jetzt hier der tiefe Spulenkopf, weil wir doch hier 200 Meter 30er drum haben. Für alle Freunde der Geflochtenen gibt es das auch noch als relativ flachen Spulenkopf. Das heißt, ich bringe dort genau 150 Meter 10er respektive 12er Geflochtene drauf, ohne dass ich jetzt dann Unsummen für eben Schnur zum Unterlegen oder gar eben für die geflochtene Schnur ausgeben muss. Beide sind im Lieferumfang enthalten. Das heißt, der Angler kann dann eben dementsprechend seine Spulenköpfe bestücken, je nachdem, welches Einsatzgebiet er haben möchte. Einwandfrei, dann werden wir mal gucken, ob du das auch in der Praxis bringst, was du uns jetzt in der Theorie erzählt hast. Genau, machen wir so. Ne? Alles klar, wunderbar. Bis gleich.
Zielfisch. Brachse fangen kann jeder. Jetzt will ich mal sehen, dass ihr die Zerde, die Rußnase rauskriegt. Zielfisch! Also eigentlich für die 2-0. So, da haben wir es, unsere liebe Nase. Oder Zerte. Das ist nur ein kleineres Exemplar. Wir hoffen dann auf größere. Auf die Mama und Opa davor. Okay Johannes, jetzt wollen wir uns mal noch anschauen, mit welchen Ködern ihr hier erfolgreich angelt. Du hast da schon einen ganzen Koffer dabei, die wollen wir jetzt mal nach und nach rausholen und mal in die Kamera halten. Gut, fangen wir mit einem der Top-Köder in der Donau schlechthin an. Das sind hier Caster, für Leute, die Caster nicht kennen, sind verpuppte Maden. Man sieht hier alle im gleichen Stadion, das heißt alle gleichmäßig schön dunkelbraun, hervorragende Qualität. Der Vorteil von diesen Castern ist, zum einen, die sind nicht beweglich und zum anderen, die sind so schwer, dass die eben dort, wo sie reinfallen, liegen bleiben. Das ist ein großer Vorteil hier in der Donau, weil wie gesagt, Schiffe fahren, Strömung geht ein bisschen was. Das heißt, da wo der Köder hinfällt, sollte er im Normalfall liegen bleiben. Also einer der Top-Köder hier zum Fischen. Johannes, ich habe jetzt dann am Anfang gesehen, als wir das Angeln begonnen haben, da hast du diese Caster ausgesiebt und die aufgeschwommen sind, die hast aussortiert. Warum? Ja. Das Problem ist halt, trotz der guten Qualität sind manche Caster halt einfach vom Entwicklungsstand her weiter. Das heißt, die Made, die verpuppt sich und dann werden die Caster immer dunkler. Und wenn die kurz vorm praktisch Schlüpfen sind, es werden ja dann irgendwann mal Fleisch fliegen, dann treibt es die auf, die Caster. Und dann ist es halt so, dass der Effekt ist nicht gewünscht, weil dementsprechend treiben die natürlich dann auch mit der Strömung nach unten. Das heißt, der Fisch folgt ihnen dann und geht dann weg vom Futterplatz. Ja, also das ist der Effekt ist jetzt in dem Fall nicht gewollt. Deswegen werden die am Anfang aussortiert. Einfach auf dem Sieb gegeben und dann eben kurz untergetaucht. Alles, was schwimmt, muss dann weg. Genau. Das ist klar. Dann geht es weiter. Dann haben wir hier auch einen Top-Köder, das sind tote Maden. In dem Fall sind die mit heißem Wasser überbrüht. Dann bewegen sich die halt auch nicht, das heißt, die bleiben schön am Boden liegen. Wir sehen das hier an der Steinschüttung. Die Steine sind doch relativ grob, das heißt, wenn wir mit normalem Maden fischen würden, würden die unter die Steine kriechen und eben nicht den Fisch an sich erreichen. Das heißt, hier auch die toten Maden, Top-Köder. Zum Angeln werden die dann allerdings lebendig verwendet, um halt eben einen Eye-Catcher zu haben. Also die mischst du quasi ins Futter, die toten Maden? Genau, die mische ich hier ins Futter, da komme ich gleich noch dazu. Zuletzt möchte ich dann noch erwähnen, nicht zu vergessen, einen der Klassiker, das sind die Würmer. Jawohl. Hier schöne Qualität. Auch an Dendrobena-Würmer. Der Vorteil von diesen Dendrobena-Würmer ist, wenn man die zerkleinert ins Futter mitgibt, dann sondern die eben dieses gelbe Sekret ab, was für die Fische sehr, sehr anziehend auch wirkt. Ja? Und halt dann als Hakenköder dann entweder so einen kleinen Dendrobena ran oder dann den klassischen Mistwurm. Genau. Und mit den Dendrobenern ist es so, die werden jetzt besser zum Praxenangeln. Wenn man auf Rußnasen gehen will? Ich habe die halt jetzt nur, sagen wir mal, zur Komplettierung dabei, weil ohne Würmer sollte man grundsätzlich nie rausfahren. Zum Rußnasenangeln sind die jetzt weniger geeignet. Ja, vielleicht mal einen kleinen Wurm, aber die Rußnasen sprechen dann eher die Caster oder die Maden an. Ja. Okay. Zum Futter selber kann ich auch noch mal kurz zeigen. Also man sieht es hier schon relativ gut. Wir haben hier
Maden drin, die toten Maden. Ja, der Kollege, vielleicht können wir da mal kurz rüberschneiden, hat in der Zwischenzeit wieder den nächsten Zielfisch an der Route. Jawohl. Wieder eine wunderschöne Rußnase, da sieht man es wieder ganz gut ausgeprägt, die schwarze Nase. Ja, genau. Wunderbar, sehr schön. Strike! Dann nochmal zum Futter zurück. Wir verwenden hier eine gelbe Mischung mit roten Partikeln. Von der Zusammensetzung ist es so, sind zwei Teile M7 aus dem Hause Browning, klassisches Feederfutter mit mäßig aufsteigenden Partikeln, und eben zur Erhöhung der Klebrigkeit haben wir hier noch einen Teil Big Fish mit reingemischt, weil man sieht es oder hat es gerade gesehen, die Fische doch sehr, sehr groß sind auch, damit die eben lange am Platz gehalten werden. Gelbes Futter deswegen, weil wir auch, sagen wir mal, einen gewissen Eyecatcher erzeugen wollen in einem dunklen Untergrund, und da hebt sich halt dieses helle Futter sehr, sehr gut ab. Man sieht aber trotzdem hier noch relativ gut die weißen Maden drin. Zusätzlich haben wir das Ganze dann gepimpt mit ein bisschen roten Eyecake, einfach, dass sie ein bisschen was abhebt. Genau. Alles klar, also ihr habt jetzt nicht irgendwelche super Geheimköder, nee. Das sind eigentlich relativ normale, genau, Köder, die man zum Federangeln nimmt. Das sind auch für Zerten genauso wie für alle anderen Weißfische geeignet. Genau, also das Futter ist relativ süß gehalten auch. Okay. Ich sag mal, die Zerten sind auch kleine Leckermäuler, die scheuen das Ganze nicht. Die mögen es jetzt nicht so, wenn es stinkt oder extrem auch schon für den Angler in der Nase brennt. Aber mit einem süßen Futter liegt man da bei den Zerten immer genau richtig. Okay, und verwendet ihr beim Angeln auf Rußnasen, Zerten, einen speziellen Dip, oder ist das nicht notwendig? Es kommt immer aufs Beißverhalten der Fische an, aber grundsätzlich gibt es da kein Geheimrezept. Manchmal fängt man die recht gut mit einem Fischdip, ja, weil auch die dementsprechend, ja, sagen wir mal, diesen herben Geruch mögen. Manchmal ist aber auch Vanille gut. Oder auch einer der Klassiker ist von uns, von Browning, das B22 mit seinem ganz eigenen Geruch, ein bisschen nach Koriander. Das ist immer ein Tipp wert. Der Kollege gibt es mir gerade. So sieht das aus. Man kann es vielleicht auch mal kurz zeigen. Ist nur jungfräulich. Vielleicht können wir das beim Kollegen da mal zeigen, ist ein relativ dickflüssiger Dip, in den dann einfach die Maden eingetunkt wird. Langsam aber sicher hat die Zerten dann trotzdem unseren Futterplatz gefunden, wie es ausschaut. Sieht man schön hier vor der Zerte das unterständige Maul, sprich, wenn man so anschaut, die nimmt einen Hauptköderanteil, also vom Boden auf. Ganz ein klarer Unterschied zum Beispiel der Aaland. Der nimmt halt das Futter mehr dann aus dem Mittelwasser oder von der Oberfläche weg. Aber hier schon mal von der Malform her bedingt, kann die eigentlich nur am Grund ihr Futter aufnehmen. Gut, wir werden jetzt heute hier an der Donau mit der Schlaufenmontage angeln. Ich zeige euch jetzt mal im Detail, wie man die Schlaufenmontage letztlich bindet. Ja. Dazu ist es so, man legt die Schnur doppelt, ungefähr 50 cm. Macht dann hier einen doppelten kleinen Schlaufenknoten rein. Ich erkläre dann im Detail nochmal, für was man den braucht. Bevor man den Knoten zusammenzieht, immer gut anfeuchten bei der Monofilen, sehr wichtig, da ansonsten beim Zuziehen des Knotens die Schnur eben auch verbrennt, ja, und dann eben schneller reißt.
So, dann hat man hier vorne eine ganz normale kleine Schlaufe. Jetzt kommt der wichtigste Teil der ganzen Schlaufenmontage. Das heißt, ich brauche irgendwann mal einen Abstandshalter. Und den kriegt man dadurch, dass man die Schnur gegenläufig verdrallt. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, hat man hier ein relativ steifes Stück verdrallte Montage. Auch hier kommt wieder ein doppelter Knoten rein. Genau, wird wieder festgezogen. So, und jetzt hat man hier ein relativ steifes Stück. Man kann das schon sehen im Vergleich zu dieser vorderen Schlaufe. Und jetzt kommt die eigentliche große Schlaufe, die wir eben verwenden, wo später eben der Korb dann eingehängt wird. Das heißt, ich lege mir hier die Schlaufe um. Wichtig hierbei ist, dass die Schnur nicht so gebunden wird, dass die ganze Kraft später des Wirbels auf den Knoten lastet. Das heißt, ich mache mir hier in ein Ende der Schlaufe so einen kleinen Bauch rein. Hier unten hängt später der Korb. Das heißt, beim Wurf wirkt die Kraft nicht auf den Knoten, sondern auf die Schnur. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Montage, weil ansonsten kann es sein, dass einem nach ein paar Würfen aufgrund der Krafteinwirkung auf den Knoten die Montage vorne abreißt. Und dann hier oben auch ganz normal wieder einen Knoten binden. So, und jetzt wichtig beim Zuziehen, diesen Bauch hier nicht einfach nach oben zuziehen, weil sonst strafft man beide Schenkel gleich. Hier beim Zuziehen dementsprechend festhalten und dann eben wieder zusammenziehen. So, dann hat man hier diesen Bauch, hier wird später der Wirbel eingehängt, das zeige ich auch gleich noch. Jetzt kommen wir nochmal zu dem vorderen Teil. Da wir oft mit Maden angeln und die beim Einkurbeln die Schnur verzwirbeln, nehmen wir jetzt hier dieses vordere Ende, zwicken diese Schlaufe knapp auf, dass wir hier eben ein langes Stück haben und binden hier einen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, von diesen kleinen Mikrowirbeln mit ein. Der verhindert das Verdrallen der Schnur, wenn man dann vorne das Vorfach drauf macht. Also an diese Öse kommt dann das Vorfach rein. Das heißt, der wird hier ganz normal an dieses freistehende Ende jetzt rangebunden, etwa in der gleichen Länge wie dieses verdrallte Stück. So, bist du durch? Ja. Gut, dann wird das hier auch abgeschnitten. So, gut, und fertig ist die Montage. Ja, die sieht dann hier im Endeffekt so aus. Unsere fertige Schlaufenmontage. Hier oben muss ich noch das abstehende Ende abzwicken. So knapp wie möglich, damit man hier später nicht beim Auswerfen des Vorfach überschlägt. Und dann ist das Ganze so, man nimmt sich hier jetzt einen Doppelwirbel. Hängt den hier ein in die große Schlaufe, unten dann den Futterkorb dran und jetzt sieht man dann auch den Effekt recht schön, den diese asymmetrische Schlaufe haben soll. Dadurch, dass er eben nicht, dass die Kraft nicht auf dem Knoten lastet, sondern eben hier unten, drückt es mir hier praktisch das Vorfach schön weg. Das heißt, ein Verdrallen ist ausgeschlossen der Schnur. Großer Vorteil ist jetzt auch, wenn ich meine Rute zusammenbaue, mache ich den Futterkorb hier ab und kann dann diese gesamte Montage durch die Ringe durchziehen und unten in den Schnurclip einhängen, weil der Wirbel so klein ist, dass er leicht durch die Ringe der Fiederrute durchgeht. Das heißt, beim Aufbauen fädle ich den Wirbel durch, hänge den Futterkorb mit dem Doppelwirbel ein, fertig, aus. Ganz einfach, das war's. So Helmut, neben allem anderen möglichen Material brauchen wir ja auch die diversen Körbe, um hier das Futter auch zum Fisch zielgerecht zu transportieren. Erklär mal, gibt es Unterschiede, gibt es verschiedene, auf was sollte man achten, gerade wenn man das vielleicht anfangen will, dass man nicht hier
20 verschiedene braucht, sondern welche Grundmodelle brauchen wir da für den Anfang? Okay, wir unterscheiden eigentlich grundsätzlich für die Futterkörbe hier. Haben wir mal die normalen Blockkörbe. Ist eigentlich der typische Korb, sagen wir mal, fürs Fließgewässer, weil ganz einfach das Gewicht zentriert ist und der Korb bleibt halt dann auch wieder statisch auf meinem Platz, den ich angeworfen habe. Okay, es unterscheidet sich jetzt von den Größen her. Wie gesagt, das ist jetzt ein 80 Gramm Modell mit relativ wenig Futtereinsatz. Dann haben wir auch die größeren Modelle hier, also 140 Gramm Korb. Das heißt, es ist dann entsprechend für die Strömung, je mehr Strömung. Genau, je mehr Strömung. Oder auch je mehr, dass ich Fisch erwarte oder Fisch am Futterplatz habe, habe ich weniger Fisch am Platz, gehe ich eher mit kleinen Körben ran. Um die nicht satt zu machen. Genau. Ja. Habe ich aber wirklich dicke Brassen hier, wie wir es halt fangen können, und brauche viel Köder, dann kommt der große Korb zum Einsatz. Dann haben wir auch noch eine kleine Unterschiedenheit, das ist auch eigentlich ein Blockkorb für den Fluss, nur eben mit dem Kunststoffkorb hat diesen Vorteil, wenn ich jetzt irgendwo meinetwegen auf 20 Meter ein Gewässer, eine Kante im Wasser habe, wo das Gewässer abfällt, steigt mir dieser Korb hoch. Sprich, beim Reinholen, genau, dann, dass du nicht hängen bleibst. Ich kann verhindern, dass sich der Fisch dann an der Kante festsetzt und ich kann ihn so besser fangen. Gibt es auch wieder verschiedene Modelle, je nach unterschiedlichen Gewichtsklassen, kommen wir zum Einsatz. Und dann haben wir noch, ist aber hauptsächlich jetzt einmal ein Korb, um den Köder auf weitere Distanzen zu bringen, der sogenannte Speedkorb. Hat halt diesen Vorteil, das Gewicht ist zentriert und lässt sich halt wirklich auf, ich sag mal, ab 60 Meter, wenn ich weiter die 60 Meter angeln will, setze ich meistens dann einen Speedkorb ein, weil ich halt den Korb dann viel leichter auf Distanz bringen kann. Schon mal von der Form her. Okay, schwer zu körben. Grob und Ganzen, das ganze Alphabet, wie gesagt, gibt keine. Also alles halb so kompliziert, kann eben, sich jeder einfach mal rantrauen. Ja. Sicher, je mehr man probiert und je mehr man machen will, desto größere Auswahl an Körben braucht man, damit man halt am Wasser immer flexibel ist. Ist ja, wie man auch gehört hat, Praxen dann eher still liegen, für die Zerden dann eher, dass es mal in Bewegung kommt und so, ne, viel, sodass man da flexibel bleiben kann. Genau, viel Fisch am Platz, große Körbe, zäh als Angeln mit wenig Fisch und wenig Ködereinsatz, eher die kleinen Körbe. Und so setzt sich das dann zusammen. Und nachdem er ja die Zielfische auch kriegt, kann es ja so verkehrt nicht sein, was du jetzt erzählst. Ne? Nicht immer, aber immer öfter. Der kann angeln. Ja. Jawohl. Dickste, auch der Johannes kann Kasperle. Ah, jawohl, da haben wir nochmal einen Zielfisch. Ja. Dreh dich mal um, Johannes. Ja. Da sieht man es. Schöne Zierte. Oder wie man bei uns hier in Bayern sagt, ein richtiges Kasperl. Kasperle. So, jetzt haben wir einen schönen Tag hinter uns gebracht hier an der Donau. Freuen uns auch, dass wir mal so einen Fisch vorstellen konnten wie die Rußnase, die Zerte, die aus dem Donausystem ja kommt oder hauptsächlich hier mitverbreitet ist. Und unsere zwei Profis hier von Browning, ne, nicht nur, dass die hier angeln können. Helmut Wölker ist ja auch bei uns im Anglerbord im Forum aktiv. Er hat da mit Sicherheit den längsten Benutzernamen. Ja, das heißt, wenn ihr da auch mal Fragen habt, er ist zwar nicht so regelmäßig dabei, weil er eben zuerst mal viel angeln gehen muss, zeigt sich immer wieder mal trotzdem. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr also ruhig im Forum auch mal schreiben dazu. Jungs, ich möchte mich bei euch recht herzlich für den schönen Tag bedanken und so für den einen oder anderen Zielfisch. Ne? Ja. Bei dir genauso, Johannes. Ja. Ich wünsche euch was, hat mich gefragt. Ihr dürft euch auch noch persönlich verabschieden. Johannes, fangen wir. Jo, also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können von dem schönen Tag. Das Wetter war nicht so optimal. Wenn ihr Fragen habt und erreicht uns nicht im Anglerboard, ihr könnt euch gerne auf unsere Homepage www.browningteambayern.de gehen. Da werden wir eure Fragen gerne beantworten. Und ansonsten, vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch mal am Wasser. Auch noch Schleichwerbe. Also. Mann. Bis zum nächsten Mal. Ja, also auch von mir. Servus und bis zum nächsten Mal ins Wasser. Wenn ihr das Ding geklappt habt, Thomas, ich bin auch ab und zu mal im Forum aktiv, beziehungsweise wenn Fragen sind,
schreibt es mir einfach an über persönliche Meldung und ich rühre mich auf jeden Fall. Und mein Zuspruch ist eigentlich immer, es gibt keine Geheimnisse. Bei uns wird eigentlich offen alles dargelegt. Also wenn ihr Fragen habt, kriegt ihr eine ehrliche Antwort. Von dem her, Petri Hall, bis zum nächsten Mal. Und mit denen zwei Kasperle, da haben wir garantiert auch noch nicht der letzte Film drehen. Ja. Ne? Haben wir schon ausgemacht. Ja. Ne? Ja.